Servus. Mir geht's heute ganz gut. Ich war schon unterwegs. Sag mal, mich unterwegs bin, seit 9:30 war ich unterwegs, war einkaufen. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute ein kleines Video bzw. einen kleinen Stream. Video. Mache ich dazu ein Video? Eigentlich könnte ich jetzt auch ein Video machen. Die Kamera liegt hier neben mir. Ja, jetzt ist da hinstellt, sieht man es nicht, ne? Ah, doch sogar. Nice, hat genau die richtige Höhe. Hi Drache, servus, mir geht's gut. Ich wünsche dir die Divian von Edda. Was? Ach, ich wünsche mir. Nee, wir machen keine Musikwünsche heute. Zumindest nicht im jetzigen Stream. Wir machen jetzt ein kleines Einkaufsvideo. Beziehungsweise ich mache ein kleines Video und einen Stream dabei, wie ich meine Einkäufe, die ich heute gehabt habe, tätige. Also mache ich jetzt mal kurz die Kamera an. Moment. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. So, heute im Stream und im Video wieder mal zusammen. Und ich habe mir gedacht, ich kann ja die Kamera eigentlich. Ja. Jetzt aufstehen. Das ist eine geile Idee. Warte mal kurz. Ach! Ja, das ist die Unterseite von Ganondorf. Och man, was ist denn hier los? Willst du jetzt wohl? So. Gut. Oh, Hilfe. Also. Im Video machen wir es nochmal neu. Metal, Leute. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mache ich einen Stream und ein Video. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen es heute gleich so. Ich mache heute ein kleines Einkaufsvideo, beziehungsweise ich mache heute ein kleines Video, was ich mir alles gekauft habe. Abgesehen davon, dass ich hier Tüten habe, wo leere Flaschen drin waren. So, ein paar Sachen davon muss ich in die Gefriertruhe packen, bitte. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen es jetzt so, dass ich mich beeile. Ich habe mir, ihr kennt ja, ihr wisst ja zurzeit, zumindest die Leute im Stream wissen, dass ich zurzeit sehr viel Brezen zum Frühstück gefunden habe. Danke übrigens Dr. Mario fürs Einladen meiner ganzen Fans. Genau. Und Laugenstangen habe ich heute hier für die Brezenliebhaber und Laugenstangen. So zum Frühstück halt. Da werde ich mir auch gleich ein Päckchen, oder kein Päckchen, das sind da auch 18 eigentlich. Habe ich gar nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Steht da bestimmt irgendwo drauf. 7 Stück sind drinnen. In den Brezen sind 8, da sind 7 drin. Irgendwie ist es beschiss. Okay, vielleicht ist aber auch das eine größere Gewichtsklasse. Jedenfalls sind da Brezen drin, Laugenstangen drin. Davon habe ich mir 3 Päckchen gekauft. So. Flupp. Und flupp. 3 Stück. Passt. Kommen dann gleich in die Gefriertruhe. So. Beziehungsweise, ich denke, 3 werde ich mal gleich machen. Gut, wir machen gleich mal mit der Tüte hier weiter. Da kommen nämlich mehr in die Gefriertruhe. Ja, passt. Und zwar so fertig Burger. Schön fettig und eklig und widerlich und alles. Kann man in der Mikrowelle machen. Ich persönlich gehe ganz gerne her. Manchmal geht's, manchmal nicht, dass ich das Fleisch runter mache, nochmal in der Pfanne anbrate. In der Zwischenzeit dann kurz das Brötchen mal minimal in die Mikrowelle hau, dass das alles warm ist und dann hau ich das mir alles wieder drauf und esse das. Richtig geil, richtig lecker. Ist nichts, was ich oft esse, weil ich mag eigentlich gar keine Burger, lustigerweise. Viele mögen sie, ich mag sie eigentlich nicht.
Aber ich habe mir gedacht, ich kaufe mir die mal mit. Das sind zwei Stück. Und was ich auf jeden Fall gerne esse und ich liebe, sind Hot Dogs. Gleiches Spiel eigentlich wie bei den Burgern. Ich werde hergehen, werde die Würstchen rausnehmen, werde sie kurz im heißen Wasser machen und dann werde ich sie wieder in das Brötchen packen. So richtig Hotdog eben. So, davon habe ich sogar zwei Päckchen. Von den Burgern habe ich nur eins. Wie gesagt, ich mag keine Burger eigentlich. Die Burger sind auch mehr dafür gedacht, wenn ich mal jemanden zu Besuch habe. Und mal abends mir einen Film gucken und irgendjemand was zu essen möchte. So. Wir machen weiter. Muss ich kurz gucken, ich habe wie gesagt mehrere Tüten. Natürlich ist das alles ganz unten, Hauptsache schön weit unten, dass ich auch jahrelang suchen muss. Das war's. So, vier Monster Punch und vier Monster Cola beziehungsweise Assault. Genau. Genau vier Stück. Davon kann ich mir gleich mal einen hier zur Seite stellen. Und den Rest lege ich mal hier zur Seite. So, die meisten Sachen davon kommen natürlich in die Küche, so zum Beispiel auch die Energy Drinks, die kommen in den Kühlschrank, wo sie hingehören. So, ein bisschen so Sachen, weil ich noch was besorgen musste für, und ja, ich liebe das Zeug selber auch, aber das ist tatsächlich ein Geschenk für jemanden. Achso, schaut hinten noch genauso aus wie vorne. Genau, so ein kleines Päckchen mit Süßkram. Ich habe gar nicht alles da, ich muss nachher noch mal kurz in die Küche, ich habe schon was in die Küche gelegt vorhin. Ja, auf jeden Fall auch nicht schlecht. So. So. Drei Tüten Chips. Zweimal das gleiche. Weil die geil sind. Angeblich sind sie neu. Ich kenne die aber eigentlich schon länger. Ich weiß gar nicht, warum die neu sein sollen. Vermutlich einfach ein bisschen zusätzlicher Geschmack. Ne? Neue Art von Sorte, keine Ahnung. Fand ich geil. Ich liebe Chips. Die lege ich dahinter, weil die kommen nämlich später in die Schublade, die da hinten ist. So. Und wie gesagt, ich liebe Sachen für Kinder. Also Kinder, nicht Sachen für Kinder, sondern ich liebe Kinder, diese Marke. Und deswegen habe ich mir zwei Päckchen Schokobonbons gekauft. So. Auch die kommen dahinter, aber auch die sind für den Schrank. So, es steht Weihnachten bald vor der Tür, auch wenn es jetzt noch eigentlich zwei Monate sind. Muss man dazu was sagen? Ich glaube nicht. Ich liebe Spekulatius. Ich mag aber nur die gewürzten Spekulatius. Ich mag die anderen nicht. Die gewürzten Spekulatius sind geil. Die Butterspekulatius, boah, damit kann man mich jagen. Das ist richtig widerlich. So. Gut. Ihr fragt mich in der letzten Zeit ständig, was ich für Kaffee sauf. Ich mag aber nicht nur Kaffee, sondern ich mag auch total gerne Cappuccino. Ich mag zwar den mit Karamell am liebsten, aber der weiße hier ist auch richtig geil. White Vanille. Richtig geiles Zeug. Kommt auch dahinter, weil das ist nämlich die Kaffee-Ecke, das wisst ihr ja. So, ein Päckchen Zucker, brauche ich schon lange mal wieder. Das kommt dahin, weil das bleibt immer da, das ist der Platz für den Zucker. Deswegen habe ich vorhin den Zucker auch zur Seite gestellt. Ach, das haben wir im Video, glaube ich, nicht gesehen, sondern nur im Stream. So. Wusste doch, da war noch was. So, Buttermilch mit, was ist das? Pfirsichnektar, Zitrone, Multivitamin, Erdbeer, Himbeer und Erdbeer. Erdbeer habe ich tatsächlich nur mitgenommen, obwohl ich das eigentlich gar nicht so gerne mag, weil ich mir gedacht habe, die standen so im Regal und so standen die im Regal. Und ich hatte die hier weggenommen und dachte mir, die steht so einsam da, scheiß drauf, die nehme ich auch mit. So, davon lasse ich die Zitrone gleich mal da, den Rest tue ich wieder wegräumen nachher. So, ich habe jetzt mittlerweile eine leere
die Lehre des Judus. So, wie gesagt, ich liebe Sachen für Kinder. Na, das sieht man im Video jetzt so schlecht. Im Stream, im Video sieht man es, im Stream sieht man es schlecht. Deswegen halte ich es nochmal hoch. Kinderschokolade, also Kinderriegel. Ultra geil. So, Sachen für die Gefriertruhe packe ich jetzt schon mal in die Tüte hier. Ah! Du Schatten! So, wie gesagt, ich packe die Sachen für die Gefriertruhe in den Ding, aber da ich sowieso nachher die gleich machen will. Ach scheiße, die sind gleich alle in einem. Okay, dann würde ich das so mit hochtragen. Normalerweise, also bei den Brezeln, wer die Brezeln schon mal gegessen hat, die Aufbackbrezeln, die sind immer halb-halb. Das sind immer 4 Stück in einer Tüte. Habe ich gedacht, das ist vielleicht hier auch so, ist es aber leider nicht. Ich habe gedacht, ich habe 8 Stück gesehen. So. Ich bin fett, ich bin dumm, ich bin hässlich. Und deswegen noch mehr Süßkram. Falsch rum. Marzipan, Kartoffeln. Boah, ich liebe Marzipan, das ist ultra mega. Und ich liebe dieses Zeug. Viel zu selten gegessen. Auch das kommt dahinter, weil auch das wieder in meinen Schrank kommt. So. Was wäre der Drache, den ihr alle kennt und liebt? Was wäre der Drache, den ihr alle kennt und liebt und hasst? Unter Umständen. Was wäre er ohne Fertiggerichte? Oh yeah. Das Geile, was ich von mir dann entdeckt habe, ist, ich liebe ja dieses Zeug, vor allem Tortellini und so und Macaroni. Und wobei Macaroni esse ich halt gar nicht, ich esse lieber Tortellini. Und die Tortellini ist tatsächlich so, dass ich die momentan, wenn ich mir Aufbackbrezeln gemacht habe und ich habe noch eine oder zwei übrig und ich mache mir abends oder so, also ich esse zum Frühstück immer Macaroni, ich esse zum Frühstück ja immer Brezeln und so, so typisches Frühstück halt. Und dann haue ich abends, wenn ich noch, ich habe meistens ein, zwei übrig, weil ich esse immer bloß eine oder zwei. Und 4 sind es immer, wie gesagt. Dann haue ich mir meistens den Rest mit dem Zeug hier rein. Richtig episch. Kommt auch in die Gefriertruhe. So. Damit wären wir eigentlich schon fast fertig. Das ist nämlich schon die Gefriertruhe gewesen. So. Und ein paar Leute kennen mich und wissen es. Und weil ich immer übertreibe, Zitronentee, aller Zitronentee, Krümeltee auch genannt, zumindest bei uns hier. Ich weiß gar nicht, ob man den bei euch Krümeltee nennt. Auf jeden Fall habe ich das hier auch noch. Gut, das war's eigentlich erstmal dazu. Vielen lieben Dank übrigens für die ganze Unterstützung. So, ich packe das mal kurz wieder in die Tasche. So. Ich wollte mir eigentlich noch andere Sachen kaufen, hat aber leider nicht ganz gereicht, weil ich habe tatsächlich fast 90 Euro ausgegeben oder ja 89 irgendwas waren es und leider hat es dann nicht mehr ganz gereicht. Ach so, ja, das hier habe ich mir auch noch gekauft, eine Schachtel Kippen, Goloa Blau in dem Fall. Weil ihr immer fragt, welche Kippen ich rauche. Das ist nicht die einzige Marke, die ich rauche. Ich rauche mehr Marken. So, das gilt vor allem für die Leute im Stream. Ich habe mir eigentlich noch, wie gesagt, was gekauft. Und zwar habe ich mir eigentlich 2 verschiedene Arten von Baileys gekauft. Den habe ich jetzt leider nicht mehr gereicht. Der hat mir leider nicht mehr gereicht. So viel Kohle hatte ich nicht mehr dabei. Was ich auch noch gekauft habe, war... Was ich auch noch kaufen wollte, waren Pringles Käse und ein Käse-Dip dazu. Hat leider auch nicht mehr gereicht. Das ist jetzt alles noch im Laden geblieben, leider. Hat leider nicht gereicht, aber gut. Ich bin gleich nochmal da für beide. Im Video schneide ich es raus, im Stream müsst ihr leider kurz warten. Ich habe nämlich noch was da, das habe ich in der Küche. Bin gleich wieder da. So, im Video hat man jetzt schon was gesehen, im Video schneide ich es raus. Das ist eine Sache, auf die sich vor allem die Leute im Stream freuen können, denn das habe ich vor, mit euch zusammen zu machen. leider ein bisschen Spiegelung. Eine Kinder, wie gesagt, ich liebe Kinder, vor allem die Schokolade.
der Adventskalender von Kinder. Ich wollte eigentlich einen, in dem ausschließlich Ü-Eier drinnen sind. Gab's aber leider nicht. Geile Sache. Liebe ich. Und wie gesagt, da könnt ihr euch drauf freuen. Das machen wir im Dezember natürlich erst, ne? Quasi 1. Dezember und so. Aber ein kleiner Adventskalender. Ich wollte letztes Jahr schon sowas in die Richtung machen, habe aber letztes Jahr keinen Adventskalender gehabt. Und heute habe ich ihn zufällig im Laden gesehen und dachte mir, hey, holst du jetzt dir einfach einen? Was soll's? Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir. Kinder-Adventskalender kosten doch schon 15 Euro. Locker 15 Euro. Der hat 10 Euro gekostet. Du hast aber recht, 15 Euro sind die normalerweise. Das ist auch der Grund, warum ich fast 90 Euro ausgegeben habe. Also der Adventskalender, die Kippen kosten auch, was waren das, 7 Euro Kippen. Na natürlich die ganzen Energy Drinks, die kosten ja auch immer gleich 2-3 Euro. Und die ganzen Fertiggerichte sind halt schweineteuer. So, wie gesagt, den werde ich irgendwo im Hintergrund platzieren, sobald Weihnachten ist. Vorher werde ich den irgendwo auf die Seite räumen. So, und dann habe ich noch was gekauft, für den Fall, dass ich zu Halloween, das eine davon werden wir an Halloween öffnen für den Stream, das andere werde ich mir aufheben, falls ich mal Gäste oder Freunde oder so da habe. Und zwar sind das hier. Knabberboxen. Genau, Knabberboxen. Die sind einfach dafür da, wir wollen ja an Halloween, will ich ja einen Stream mit euch machen. Also das gilt für die Leute auf YouTube. Das gilt für die Leute auf YouNow, Entschuldigung. Ich will auf YouNow einen Halloween-Stream machen. Das wissen die Leute auf YouNow schon. Auf YouTube wollte ich es noch ankündigen, das mache ich damit hier. Werde aber noch extra wieder kurz dazu machen, so minimal. Was zur Hölle blinken da? Dankeschön für die 1000 Barren, Johann. John, Entschuldigung, John, vielen Dank. No Front! Was? Ja, Matuis hat recht, das ist nicht mehr normal. Was? Zunächst mal fresse ich das Zeug ja nicht alles alleine und zunächst mal fresse ich das Zeug nicht alles auf einmal, ne? Und ja, es ist ungesund, das ist richtig. Deswegen habe ich ja die ganze Zeit gesagt, ich bin fett und faul und sonst was. Die Dinger hier sind für Halloween gedacht. Das ist falsch einsortiert, sehe ich gerade. Das Teil hier ist für Halloween gedacht, für unseren Stream auf YouTube, auf YouNow. Dieses Zeug ist für Halloween gedacht, für unseren Stream auf YouNow. Und das andere ist halt einmal, falls Gäste oder so kommen, falls ich mal zu Besuch kriege. Weil die Sache ist nämlich der Witz, ich esse die gar nicht so gerne. Das ist übrigens so die Partymischung, das Zeug, aber ich esse die gar nicht so gerne. Ich esse ein paar Sachen davon ganz gerne. Ich esse zum Beispiel die Dinger ganz gerne. Und ich esse die Teile ganz gerne und das war es eigentlich schon fast. Die Käseteile esse ich auch noch gerne, also die zwei und das hier esse ich gerne. Den Rest mag ich eigentlich gar nicht. Aber das ist halt leider immer dabei, wenn man das kauft. Also wenn ich nur die Sachen kaufen will, dann kaufe ich mir die ausschließlich im Laden, als größere Boxen. Da gibt es auch öfter mal so Boxen und Angebote. Also, wie gesagt, ja, es ist ungesund, aber es ist für den Stream und es ist für Gäste, gegebenenfalls. Auch die ganzen Chips und so weiter. So, fürs Video bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video und beim nächsten Stream und beim nächsten Zeug wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Gut. So. Ich werde das Zeug erstmal schnell wegräumen und werde euch so lange mal Musik anmachen. Was machen wir denn da an? Was ist das hier? Mein Mix. Machen wir meinen Mix an. Achso, das ist jetzt das Lied wieder. So, Stream ist noch weiter. Ich stream noch weiter. Ich räume das Zeug jetzt schnell weg. Das Zeug in die Gefriertruhe vor allem. Aber der Stream läuft erst mal weiter. Ich räume erst das Zeug in die Gefriertruhe, dann bin ich da und dann seht ihr mich im Hintergrund ein bisschen rumwuseln. Und dann danke ich euch schon mal und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder da bin. Und frühstücken muss ich jetzt auch erstmal. Deswegen ist eigentlich der Frühstücksstream heute. Immer wenn wir uns sehen, wird mein Kopf unzu drehen, das Gefühl, dass ich spüre, dass anders. Immer wenn wir uns sehen, wird mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, rosa, ich empfange. Immer wenn wir uns sehen, sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlachst. Immer wenn wir uns sehen.
ein Vulkan. Du hast jeden Tag Geburtstag. Du klaust dir ein Motorrad, fliegst durch die Nacht, hängst ein bisschen auf den Mond ab. Du bist die Heldin vom Block. Dein Selbstbewusstseinslevel ist Gott. Bunte Blume auf der grauen Straße. Du kannst in die Zukunft schauen, in deiner Kaut in die Blase. Mädchen lieben Pferde, du magst Pferd auf deinem Boot. Nachts gehst du nach Söller, schreich in den Zoo. Wenn das so kommt, hältst du den Daumen raus. Und du siehst doch im Hoodie unglaublich aus. Immer wenn ich an dich denk, raubst du mir den Atem. Ich würd so gern mit dir hängen, aber traue mich nicht zu fragen. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich bin nichts anderes. Immer wenn wir uns sehen, wird mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich änderst. Immer wenn wir uns sehen, 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 immer wenn wir uns sehen. Meine Knie werden weich und mir fällt wieder nichts ein. Mit dir geht mein Puls hoch, werd dieses Gefühl nicht mehr los sein. Mit dir hab ich den Kribbeln im Bauch, benehme mich wie ein Clown. Mit dir seh ich nur noch Sterne und ich möchte ein bisschen sterben. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich bin nur was anderes. Immer wenn wir uns sehen, wird mein Herz wieder stehen.
Schutzes hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr. Hä, hab ich gar kein L? Weißt nicht mehr, was dich berührt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Ich muss aber Zeit in Ruhe machen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. So. Meine Tasse. Erstmal. Gemüse hatte ich noch zu Hause. Ich habe nur das gekauft, was ich halt nicht mehr da hatte. Und auch das, was ich gekauft habe, war eher so eine spontane Idee. Ich denke an dich. B. Beth? Wofür soll das B bitte stehen? Ach man. Oh, Iron Maiden, Halloween, by that name. Hast du auch Gemüse gekauft? Hatten wir schon. Dankeschön für die 50 Likes. So. Wir brauchen erst noch den Zucker, den ich hier nutze. Für 100 Euro Süßigkeiten ist aber ein bisschen viel. Hä? Die Laugenstangen, die Macaroni, die Tortellini mit Käse, Schinkenkäse, das ist alles auch. Wisst ihr, wenn euch was nicht passt, warum zeige ich es euch eigentlich? Warum müsst ihr euch immer beschweren? Wo ist bitte, wo sind bitte die Sachen? Das ist doch nicht alles Ding gewesen. Ey, ohne Scheiß. Ihr seht immer nur das Negative, sowas kotzt mich an, ey, ohne Scheiß. Wenn ich nur negativ sehen würde, hätte mich schon umgebracht. Und dann würde ich die ganzen Hater nämlich nur sehen. Alter, ohne Scheiß. Ja, ich lasse mir die Haare wieder lang wachsen. Lass dich nicht triggern, Rainer. Ja, das sagt sich immer so leicht. Ich verstehe halt nicht, wo Tortellini oder auch die
die ganzen Energy Drinks gut, Süßkram. Die ganzen Dinger, okay, ist auch ein bisschen Süßkram, aber kann man den als wirkliche Süßigkeit bezeichnen, meiner Meinung nach? Ungesund, ja, aber Süßigkeit ist es nicht. Vor allem, ich wette, zu der Mehrheit von euch gehört der Energy Drink zum Lebensalltag. Also früh oder mittags ein Energy Drink mindestens. Wenn nicht mehr als einen. Ich glaube nicht, dass es einen unter euch gibt, der groß keine Energy Drinks trinkt. Vielleicht ein oder zwei unter Tausenden. Oh Mann. Jedenfalls war ich heute unterwegs, habe meinen Passo beantragt, meinen neuen. Der ist nämlich abgelaufen, schon eine längere Zeit. Wusste ich gar nicht. Jetzt ist er jedenfalls, jetzt habe ich jedenfalls einen neuen beantragt. Ich trinke nur Wasser. Ich habe 7 Jahre fast nur Wasser getrunken, abgesehen von ab und zu mal Energy Drinks. Also herzlichen Glückwunsch. Ich habe meine ganze Kindheit nur Wasser gesoffen. Also, ich trinke immer noch das, was ich möchte. Und ich habe in meinem Leben mehr als genug Wasser gesoffen. Ich trinke die Plötte nicht. Ja, auf jeden Fall. Wirklich nur Wasser, also nichts anderes, auch kein Alkohol. Ja, du trinkst keinen Kaffee, du trinkst keinen Tee, mit Sicherheit. Ey, ohne Scheiß, ganz ehrlich, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir wirklich nicht. Du trinkst vielleicht keine Energy Drinks, okay, gut, das kann ich vielleicht glauben, ja. Aber du trinkst mit Sicherheit auch was anderes. Du trinkst mit Sicherheit nicht nur Wasser. Tee, Limo, Kaba, Milch. Wenn du Milch trinkst, wenn du einen Schluck Milch trinkst, dann garantiere ich dir, ist es kein Wasser. Meine Milch ist kein Wasser. Heiße Getränke gefallen mir nicht. Ah ja. Es gibt irgendwas, trinkst du mit Sicherheit. Es gibt, ich glaube nicht, dass es abgesehen von den Menschen in Ländern, in denen es nur Wasser gibt, glaube ich nicht, dass es Menschen gibt, die kein Wasser, die nur Wasser trinken. Also wirklich nur Wasser. Und das mit der Laktose, entschuldige, das tut mir leid, das war nicht böse gemeint, konnte ich ja schlecht wissen. Ach, lass uns über was anderes reden. Ja, ist eine gute Idee wahrscheinlich, Don. Gut, gegen Tee kann man jetzt nicht groß was sagen. Jeder kann gegen alles irgendwas sagen, wenn ihm irgendwas nicht gefällt oder passt. Es ist immer so. Irgendjemand findet immer was. Nein! Ist es eigentlich gekommen? Ich trinke keinen Tee, ich bin... Was? Atheist. Ja. Auf jeden Fall. Danke für die 400 Likes. Ja, nennt man auch Waterboy. Wasser mit Kreatin. Ist recht. Ich trinke eine Tasse Kaffee pro Tag. Früher habe ich sehr viel Koffein getrunken. Musste das aber reduzieren, meinte mein Arzt. Ja. Koffein, wem sagst du das, ne? Hier. Also, ich sag auch viel zu viel Koffein. Mein Wecker ist auch gleich soweit. Es kann sein, dass ich gleich mal weg muss. Ich glaube, der Postbote ist unterwegs. Den habe ich nämlich gerade gesehen. Ich sollte meinen Koffein eigentlich auch reduzieren.
Aber wenn der Postbote vorbeifährt, ich muss gleich sowieso mal raus zur Post, weil mir gerade eingefallen ist, ich muss mal in den Briefkasten schauen. Ich habe gestern nicht in den Briefkasten geschaut. So, Servus. Geiles Lied, ey. Aber Groove Coverage war so eine geile Band auch. Alter! Alexa, stopp. Alexa, stopp. Die Post ist gerade da, ich bin gleich wieder da, Leute. Dauert einen Moment. Ihr habt die Musik, ich bin gleich wieder da.
So, entschuldigt, Leute. Da warft man sich mit dem... hat man sich mit dem Bossboden festgewarft. So. Habe ich jetzt Päckchen da. Mache jetzt kein Video dazu, mache jetzt einfach nur einen Stream. Und zwar habe ich mir ein Tablet bestellt. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Und... na, wird's wohl. So, ich habe mir ein Tablet bestellt. Beziehungsweise gekauft, das gab's nicht, und dann musste ich es nachbestellen. So, und jetzt schauen wir mal, was da drinnen ist. Warum liegen da lose Gummis drinnen? Zum Glück keine Pariser. So. Warte mal. Das ist zu dunkel gerade. So. Finde ich jedenfalls zu dunkel. Alter, wie schlampig ist das denn verpackt? Schönes Ding. Alter, wie ist das denn verpackt? Nur mal eben reinschauen, dass da irgendwo noch was verschütt geht. Den Brief zum Beispiel hätte ich jetzt kaum gesehen. So. Das Tablet. Genau, das ist nochmal die Rechnung. Haben sie mir nochmal eine Rechnung dazu geschickt, warum auch immer. So. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was das Tablet jetzt alles hat. Alter. Schüss. Was ist das? Was wird das sein? Hey! Ach nee. Das ist anscheinend so eine Art Reinigung fürs Tablet. So. Was ist das hier? Das ist doch nicht das Tablet. Oder doch. So. Das ist kein richtiges Auspackvideo oder Stream jetzt, also wundert euch nicht. Nice Unboxing, ja, so ungefähr. So richtiges Unboxing ist es nicht, weil ich zeige euch das jetzt nicht alles, wie ich es beim Unboxing machen würde. Reingeschnitten, tot. Nein! Hä? Was ist denn das? Das ist doch nicht das Tablet, Alter. Ist da eine Hülle vom Tablet dabei? Nice! Da ist eine Hülle fürs Tablet dabei. Mist, dabei wollte ich mir doch eigentlich eine Hülle von meinem eigenen eine Hülle für das Tablet von meinem eigenen Shop kaufen, holen. Okay. Cool. Na gut, hat auch lange genug gedauert, ne? Bis sie das gemacht haben. So, ich glaube, die Kamera ist ja doch nicht so geil positioniert. So. Ach ja. Jetzt hat sie mich mal nach hinten. Au, nicht so gut. So, mal sehen. Wieso ist da das Lego-Symbol drauf? Samsung Galaxy Tab A heißt es. Samsung sogar, schön. Tschüss. Tschüss. Lange nicht mehr gehört das Wort. Nice. Das ist das Tablet. Ganz schön schweres Teil. So, Dankeschön für die 1000 Barren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Saugeile Geschichte. Dankeschön. Nice. Ganz schön fettes Teil. Ja, hallo. Ja, großes Handy für einen großen Kerl. So. Das wäre einmal das Tablet. Dann haben wir hier eine Betriebsanleitung, logischerweise. Dann haben wir. Dann haben wir natürlich ein Ladekabel und einen Stecker für die Steckdose.
die gleich mal von dem Plastik befreit werden. Ich hasse dieses Plastikzeug. Weg damit! Weg damit! So, das wäre das. Sehr schön. Kabel. Gut, Kabel und Stecker habe ich auch da. So, wie genau klipse ich das jetzt eigentlich in das Ding rein, frage ich mich. Gehört das eigentlich auch direkt zu Samsung? Ja, offenbar. Aber wie mache ich das jetzt? Ach so. Hä? Als ob. Ist es magnetisch? Hä, wieso ist es magnetisch? What the fuck, als ob. What the fuck? Okay. Ist offensichtlich magnetisch. Geil. Cool. Da habe ich gleich ein schönes Spielzeug später. Wo mache ich es an? Ich gucke mir nur mal gerade das Tablet auch an. Von den Seiten her und so. Auf der Seite wird wahrscheinlich nichts sein, genau. Dann wird das hier der Anschalter sein, gehe ich mal von aus. Natürlich die Frage, ob es geladen ist. Oh ja, ist es. Ach ja. Samsung. Cool. Kaffee drüber geschüttet. Nein! Hallöchen. Hast du ein neues Tablet? Neues Tablet? Ich habe noch nie ein Tablet. Das ist mein erstes Tablet. So, kann ich das so machen? Ja, oh Gott, kann ich. Erstmal alles einrichten hier. Scheiße, kann ich gar nicht. Ich habe mein Weg. Wir machen es nochmal aus. Ich mache das dann später im. Ich richte das dann später alleine ein. Wenn der Stream aus ist. Geil. Schönes Ding. Sehr gut. Habe ich auch ein Tablet. Das richte ich später alleine ein, weil ich müsste jetzt meine ganzen Passwörter raussuchen. Also vor allem mein WLAN-Passwort, das weiß ich nicht auswendig. Muss ich nachgucken. Das mache ich jetzt nach dem Stream. Hallöchen, hast du das Tablet? Haben wir schon? Das ist sehr cool. Wofür hast du das Tablet? Wofür willst du das Tablet benutzen? Ich will das Tablet in erster Linie dafür nutzen, dass ich eine dauerhafte Verbindung zu meinem PC habe. Das ist schon mal das Erste. Ich will das Tablet dafür nutzen zum Streamen. Wenn ich im Sommer draußen streame im Garten, wenn ich wieder im Garten bin, wenn ich in den Pool gehe und so, will ich das Tablet zum Streamen benutzen. Also, you know. Ich will das Tablet für ein paar Handyspiele, die ich momentan auf dem Handy benutze, die ich aber auf dem Handy nicht weiterhin benutzen möchte. Und ich möchte das Tablet auch dafür benutzen, dass meine, da will ich noch eine, ich muss mir gucken. Muss ich mal schauen, hat es überhaupt einen solchen Anschluss? Weil wenn nicht, ist das eigentlich dumm. Das hat gar keinen Anschluss, ne? Dafür. Merke ich gerade. Hätte ich eigentlich vorher abwarten müssen oder nachgucken müssen. Wartet mal kurz. Nee. Hat es nicht. Okay. Eigentlich wollte ich damit auch eine neue. Dann hole ich mir irgendwann mal 50 Euro Handy. Das geht auch. Ich wollte eigentlich auch das Tablet dafür benutzen, dass ich. Ich würde das Tablet auch dafür benutzen, dass ich einen Authenticator für meine ganzen Sachen habe. Weil es ist momentan läuft es auf meinem aktiven Handy, das ich immer benutze für alles Mögliche. Und das möchte ich für die Zukunft eben ändern, weil mir das auf die Nerven geht, dass ich immer das Handy mit mir rumschlepp. Beziehungsweise wenn das Handy mal kaputt ist, so wie jetzt zum Beispiel vor einem Monat. Letzten Monat ist es ja verreckt dann, welcher Wasserschaden und welcher Bildschirmschaden. Und dann habe ich es zur Reparatur gebracht und konnte in der Zeit mich in keinen Account einloggen, weil ich die ganzen Authenticator habe. Klar hätte ich die Authenticator weglöschen lassen können, weil ich ja zum Beispiel noch Zugriff auf meiner Wii U und so hatte, hätte ich das ändern können, wollte ich aber auf gar keinen Fall. Und deswegen wollte ich die Authenticator auf eine andere Handynummer übertragen, dass das alles auf einem Handy ist und das Handy dann irgendwo hinlegen, wo ich es nur dann benutzen kann oder brauche, wenn ich es dafür brauche. Hallo Rainer, servus. Rainer, bitte mit AI schreiben, Jackie, dankeschön. Mir geht's gut, danke. Mein Tablet kam jetzt endlich an, nach fast 2 Wochen des Wartens. Also Montag wäre es die zweite Woche gewesen. Nee, Mittwoch nächste Woche wäre es die zweite Woche gewesen. Also nach 1,5 Wochen ungefähr.
Und du hast einen schönen Stream verpasst. Ich habe nämlich viel Zeug eingekauft für fast 90 Euro. Ein bisschen Süßkram, Macaroni mit Käse, Laugenstangen, also Laugenbrezenstangen und so. Habe ich alles ausgepackt, aber dazu kommt noch ein Video, falls du Lust hast. Übrigens, Jackie, wenn ich dich schon mal hier habe, am Samstag, ich will ja diesen Halloween-Stream machen, am Samstag zwischen ab 12 Uhr geht's los, wenn du dann irgendwann im Laufe des Tages Zeit hast, ich hoffe, dass alles gut läuft und nicht wieder mein verdammtes Internet verkackt, will ich schauen, dass ich dann von 12 Uhr an aufwärts streame. Und dann schauen wir halt mal, ob es bis 2 oder bis 20 Uhr oder bis, ja 2 würde sogar gehen, bis 2, bis 5 oder bis 10 geht oder bis 8 geht. Mal schauen. Falls du es reinschauen willst, sollte mein Internet nicht wieder abkacken und das alles zunichte machen, sollte eigentlich alles laufen, hoffe ich, finde ich, denke ich. Ist meine Vermutung und Hoffnung. So. Ist das von 2016 oder von 2018, Rainer? Gibt es zwei Versionen von Tab A? Du meinst das Tablet? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Das muss aber hier irgendwo stehen. 2016 ist das. Die 2016er Version. So, ja, ich bin da, Rainer. Alles klar. Sollte ich nicht da sein, hoffe ich, werde ich es ein paar Stunden später nochmal versuchen und hoffe, dass es dann funktioniert. Also auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall mehrfach versuchen, auch an einem Tag zu streamen. Ich hoffe nur, dass auch alles glatt geht. Aber du weißt, ab 12 Uhr aufwärts bin ich irgendwann die ganze Zeit da. So, seit heute 9 Uhr steht Tickets für Slipknot. Stehen Tickets für Slipknot Konzert 2019 in Leipzig und Hannover zum Verkauf. Nur zur Info. Vielen Dank, aber ich... Slipknot ist jetzt eigentlich eine saugeile Band, ist aber nicht unbedingt etwas, was ich zwangsweise sehen muss. Und wenn ich die mal sehen will, dann auf ein Festival oder so, wo ich dann mehrere Bands nutze. Also extra auf ein Konzert von Slipknot gehe ich jetzt nicht. Aber danke für die Info auf jeden Fall. Also für alle Leute, die es gerade nicht mitbekommen haben, noch einmal. Seit heute um 9 Uhr stehen Slipknot-Karten zum Verkauf für Leipzig und Hannover. Wer also mal mag, kann da mal nachgucken. So, beim Händler seines Vertrauens. Jackie, wie geht es dir? Fragt hier gerade die Iantels. Ja. Jackie, hast du eventuell, ich will jetzt nicht mehr so lange streamen, nur noch ungefähr so eine halbe Stunde, weil ich will eigentlich mal frühstücken, in Anführungszeichen frühstücken, weil ich bin schon seit 9 Uhr wach, ich bin seit 8:30 unterwegs gewesen und streame jetzt schon wieder fast eine Stunde und eigentlich will ich frühstücken, aber hast du mal kurz Lust, mal kurz in den Gast zu kommen? Ich würde dich gerne was fragen, ich wollte dich eigentlich vor 2-3 Tagen schon mal was fragen, aber da warst du gerade im Gast bei jemand anderem, dann habe ich dich jetzt auch nicht stören wollen. Was frühstückst du heute? Ich frühstücke heute die Laugenbrezen, die ich mir vorhin gemacht habe. Die sind schon fertig, die habe ich kurz bevor der Postbote kam, habe ich die kurz ausgemacht. Die muss ich jetzt nur noch holen. Ja, okay. So, Sekunde. Leute, heute ist leider die Qualität ein bisschen schlecht, sorry. So. Huch, falsche Taste. So, machen wir es so und das würde ich auch gerne so machen. Sehr schön. Habe ich es jetzt umgestellt? Ja, habe ich. Oh, bist du auf Arbeit? Nur kurz zu sagen, ich habe noch 5 Minuten von der Pause, wenn es klingelt. Ach so. Dann passt es ja sogar mit der Zeit. Ich wollte dich bloß fragen, liest du viel? Ich lese ja schon. Weil ich schreibe ja momentan ein Buch, ne? Und ich wollte dich fragen, wie viele Seiten sind dir so am liebsten? So 500 Seiten oder lieber so 300 Seiten oder so? Also Minimum für ein Buch, für ein gutes Buch. So 300 auf jeden Fall. Okay, also sollten Minimum 300 Seiten haben dann. Okay. Gut, wie gesagt, dann will ich dich nicht länger aufhalten. vielleicht kann man ja heute Abend oder so mal im Stream oder so, trifft man sich bestimmt auch mal an, ne? Wir haben auf jeden Fall live da oder du, dann sind wir sinnvoll. Jetzt klingelt es gleich, die Pause ist gleich vorbei. Okay, ich will dich nicht länger aufhalten. Okay, danke, hau rein, schönen Abend. Jo, ciao. Ciao.
Hoppala. Huch, das war keine Absicht. Ich wusste nicht, dass er auf... Aber ich habe mich schon gewundert, warum er so da ist um die Zeit. Ups, war Jackie auf Arbeit. Wahrscheinlich, was ist denn, was ist da los? Hoppala, das war keine Absicht. Also vielen Dank auf jeden Fall trotzdem für deine kurze Zeit, Jackie. 500 bis 499 Seiten mit Bild und einem... Was? Und einen mit Text. Was? Ach so, 500 Seiten mit Bild und eins mit Text. Nein. Oh Mann. Aber ich werde jetzt gleich auch offline gehen. Ich werde jetzt erstmal frühstücken. Ja. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie wir das hinkriegen mit dem Buch. Wie gesagt, es steht mittlerweile fest, dass ich es veröffentlichen werde. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich werde es auf jeden Fall veröffentlichen und ich werde euch dann Bescheid geben. So, danke Jackie. Jackie haut voll rein. Vielen lieben Dank für dreimal 400 Likes, du Wahnsinniger. Dankeschön. Oder waren es 3x400? Auf jeden Fall vielen lieben Dank. So, Leute, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen auch bei euch. Wie gesagt, sobald es auf Weihnachten zugeht, geht's dann mit dem Teil hier los. Und ich werde jetzt erstmal früh einrichten, glaube ich sogar noch. Ciao. Frühstücken, werde mir dabei irgendwelche Let's Plays angucken und werde dann danach mein Buch weitermachen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Drache und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich werde jetzt erstmal mein Tablet